Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kunde ist König Box von Mert. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kunde ist König bzw. die Dönerbox. Das Ganze natürlich in Plastik eingeschweißt. Wir werden mal ganz kurz das Plastik entfernen und uns dann im Detail die Box ansehen. So, wir sehen schon rein vom Design her, rein von der Boxgestaltung, dass es etwas Spezielles ist, denn es ist keine, ich sag mal, 0815 Klapp oder mit abnehmbarem Deckel eine Box, sondern wir haben hier wirklich eine Box, die sehr stark an so eine Fastfood, an eine Döner oder an eine chinesische Box erinnert, also essenstechnisch. Und wir haben hier auf der Oberseite, guten Appetit, enjoy your meal, auf allen möglichen Sprachen. Dann haben wir hier eine Checklist, T-Shirt, Haarwachs, Figur, Musik. Das heißt, hier dürfte wohl bei der Befüllung der Box abgehakelt worden sein, was sich in dieser Box befindet. T-Shirt haben wir keins, die anderen drei Sachen sehr wohl. Auf der Vorderseite haben wir so ein kleines Schaufenster, Plastik, wo wir durchsehen können. Und hier sehen wir schon die Mert-Figur, die Anti-Stress-Figur. Mert-Dönerbox lesen wir hier. Und unten haben wir noch so eine Zierleiste. Auf der rechten Seite haben wir nochmal Mert abgebildet. Mert Schriftzug AMK Army. Dann hier noch BLVHH006B. Wofür auch immer das stehen mag. Auf der Rückseite lesen wir nochmal KIK, also Kunde ist König. Die Beteiligten des Albums und einen Barcode. Und auf der Hinterseite Mert oder auf der linken Seite Mert Kebab, Kunde ist König. Unterseite glattgelb. Und dann werden wir das Ganze mal öffnen und uns den Inhalt ansehen. Okay, als erstes kommt uns hier schon mal das Album entgegen. Dann einmal eine Bonus-EP, die Instrumentals zum Album und noch eine zweite Bonus-EP. Also insgesamt 4 Tonträger. Dann kann man das Ganze hier herausziehen. Und dann haben wir zusätzlich auch noch hier ein Poster. Die Dönertüte, das Dönerpapier. Das dürfte ein Sticker bzw. eine Autogrammkarte sein. Und was haben wir hier noch? Einen Einleger. Spotify, das Album von Mert. Okay. Das ist die Figur. Die machen wir auch mal hier aus dieser Halterung raus. Und das ist dann wohl... Das Haarwachs. Die Frage, wie das am besten rausgeht. So, haben wir jetzt. Gut, dann gehen wir das wieder zurück in die Box, diese Halterung, und machen die Box zu. Und dann fangen wir an mit dem Inhalt. Die Album-CD natürlich verschweißt. Das heißt, wir öffnen das Ganze mal. So zielführend, aber jetzt. So, was uns auf den ersten Blick gleich mal auffällt, wir haben es zu tun mit einem Super Jewel Case, gefällt mir extrem gut, dass man hier einen Super Jewel Case verwendet hat, und hier auf der Vorderseite sehen wir Mert in einem Dönerladen und hier ein Kunde ist König Album, das hier ausgehändigt wird, also eine CD. Auf der Rückseite sehen wir einen Dönerteller samt Inhalt, oder samt Döner. 13 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von
Eunig, Play69 und Ekby und Sulking. Also ich muss ehrlich sagen, bis auf Play69 sagen mir diese Herren nichts. Meine Favoriten der 13 Tracks sind einmal Sie reden, Track Nummer 8 ist etwas deeper bzw. gesellschaftskritisch und Track Nummer 9 Boxerschnitt. Also Boxerschnitt, das ist so eine Abwandlung von Sonnenbank Flavor. Dann haben wir hier das Album an sich und das Booklet. Müssen wir jetzt kurz mal einen Blick in das Booklet werfen. Also, wie so oft haben wir hier Fotografien von Mert und dann hier die einzelnen Tracks aufgelistet. Fällt mir echt gut. Hier Mert in einem, ja, amerikanischen Muscle Car. Dann hier noch eine Danksagung. Und hier noch Kunde ist König und Mert Schriftzug. Alles klar. Die CD an sich sieht so aus und ist glatt silber, also Standard. Auf der Rückseite nochmal dieser Döner-Teller. Dann haben wir die Instrumentals in einer Papphülle, gleiches Cover wie das Album. Und auch hier dieselben Tracks aufgelistet, also keine Skits oder Interludes auf dem Album. 13 Tracks ergeben 13 Instrumentals. K.I.K. Instrumentals, die CD sehr schlicht gehalten, in der Papphülle. Dann haben wir Bonus-EP Nummer 1, die Abonnenten-Special-EP, beziehungsweise Abonnenten-Spezial-EP. Also das sind einfach die Tracks, die Mert veröffentlicht hat im Laufe seiner YouTube-Karriere für die entsprechenden Abonnenten. Beziehungsweise hier noch ein Bonus-Track mit Play69, richtig oder falsch. Ebenfalls in der Papphülle. Und dann haben wir noch eine zweite Bonus-EP. Das ist die AMK Army-EP. Hier haben wir 8 Tracks, beziehungsweise 4 Tracks und 4 Instrumentals. Features von Samarita, Samra und Muko. Also Samarita, muss ich ehrlich sagen, sagt mir nichts, aber Muko und Samra sagen mir schon etwas. 4 Tracks plus 4 Instrumentals. CD sieht folgendermaßen aus. So in diesem Blauton gehalten. Und diese EP ebenfalls in einer Papphülle. Dann haben wir die Mert Anti-Stress-Figur. Das heißt, wir haben hier Mert, mehr oder weniger gut zu erkennen. Ja, kann man schon erkennen. Mit rotem Hoodie, grauer Hose, dunkelgrauen Schuhen. Boxerschnitt ist am Start und das Ganze ebenso aus weichem Kunststoff, wie so ein Stressball, also ihr könnt ihn hier zusammenkneten, macht auf jeden Fall Spaß und ist eine nette Sache. Ja, diesen Spotify-Einleger sehe ich jetzt nicht wirklich als Boxinhalt. Dann haben wir einen Sticker, zwei Sticker, drei Sticker. Einmal hier Mert AMK Army, das Ganze im Hochformat, weiß und schwarz. Dann im Querformat Mert Schriftzug. Und dann noch einmal im Hochformat Mert mit AMK Pullover und das dürften wohl Air Max sein. Sehr schön. Gut, dann haben wir etwas sehr Ungewöhnliches, was ich noch nie in einer Deutschrap-Box gesehen habe. Eine Kebab-Tüte, ein Kebab-Papier. 8.9.17 steht hier, Kunde ist König. Ja, wobei man natürlich sagen muss, ist die Frage, das Album wurde verschoben. Also 8.9. nicht ganz, das Album erschien jetzt am 22.9. Aber, mein Gott, darüber kann man hinwegsehen. Finde ich auf jeden Fall eine geile Idee. Kann man hier gut einen Kebab reinmachen, beziehungsweise wem es so schade ist, einfach aufheben zu Hause. Dann haben wir eine unterschriebene Autogrammkarte, die so aussieht. Mert mit fettem Grinser. Und hier auf der Rückseite haben wir noch die Infos zur Tour. Das sind die Tourstops und AMK Merchandise. Ein Poster,
doppelseitig bedruckt. Einmal Hochformat, was wir auch schon im Booklet gesehen haben, die Abbildung, also hier auf der Straße stehend. Und dann haben wir noch die zweite, wo Mert hier vor einem Dönerladen steht und hier alles Mögliche in seiner Jacke bereithält, von PlayStation Controller über FIFA 17, eine Dose, ein Becher Ayran, einen Döner in Alufolie, das dürften Kerne sein, Kürbiskerne, eine Fanta und eine Shisha. Also alles, was man so braucht, um einen entspannten Nachmittag zu verbringen. Erinnert mich jetzt ein bisschen an, wer es noch kennt, Disneys große Pause, der Schieberjunge auf dem Pausenhof, der auch immer alle möglichen Sachen aus seiner Jacke hervorgezaubert hat und diese vercheckt hat. Ja, jetzt müssen wir das Ganze noch irgendwie zusammenlegen. Ich glaube, das war... Jawohl, so war das. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir noch dieses, das ist jetzt noch der Kleberrest von der Pappfigur von der Stressfigur drauf. Ist natürlich jetzt schade, weil hier wurde ein Stück von der Beschichtung jetzt runtergerissen mit dem Kleber. Jetzt sieht es etwas unglücklich aus, als hätte Mert hier einen auf die Nase bekommen, beziehungsweise eine Zahn ausgeschlagen. Boxerwachs lesen wir hier. So sieht die ganze Tube aus. Schwarz und weiß, Boxerwachs. Das sind die Inhaltsstoffe. Und das Ganze von Urban GmbH bzw. Urban GmbH Hofheim. Riecht auf jeden Fall wie dieses, jetzt nicht wirklich nach Kokos, aber es riecht sehr ähnlich wie dieses typische Wella-Wachs, das man so kennt, oder Schwarzkopfwachs. Also ich bin eher der Typ, der Gel verwendet, aber Wachs ist natürlich auch eine gute Alternative, um die Haare zu stylen. Ja, das war der gesamte Inhalt. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Das eben gezeigte Haarwachs. Das Poster, zweiseitig bedruckt, einmal Querformat, einmal Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte. Das Kebab-Papier. Kebab-Tüte. Die Anti-Stress-Figur von Mert, die auch sehr gut steht, ohne Kleber. Die drei Sticker, zweimal im Hochformat, einmal im Querformat. Die zwei Bonus-EPs, AMK Army und das Abonnenten-Spezial. Die Instrumentals zum Album und das Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box, in der Dönerbox von Mert. Kunde ist König. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album bzw. von der Box haltet. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mert unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.